Hey, my love. Are you okay? There is something that you wanted to talk about with me? Yeah, sure. Go ahead. I mean, communication is important after all. Oh, it is about our communication? But not what I think? Well, then, please elaborate. You want me to start speaking more my native language? I don't know. I'd really rather have you understand what I'm saying. And I don't mind English. I mean, I am pretty fluent. You like it? You like when I speak German? Oh. Well, that was unexpected. I mean, yeah, sure, I can do that every once in a while, but I'd rather not do it all the time. Is that understandable? I just really prefer speaking English. Yeah? Okay. Das Problem mit Deutsch ist einfach, dass ich das sehr leicht sehr komisch anhören kann. Einmal musste ich ein Schulprojekt machen, in dem ich etwas aufgenommen habe. Und in diesem Video habe ich ungefähr so gesprochen wie jetzt. Ich habe das einem Freund von mir gezeigt und seine Reaktion war wirklich die beste überhaupt gewesen. Selbst er hat gesagt, dass sich meine deutsche Stimme wirklich beruhigend anhört. Auf jeden Fall, wenn ich so rede. Es hört sich immer so an, als wäre ich irgendein Anime-Synchronsprecher. Klar, man könnte jetzt denken, das ist genau das Ziel. Und das ist es wahrscheinlich auch. Aber es hört sich jetzt trotzdem anders an, als würde ich einfach nur Englisch reden. Findest du die Stimme auch besser? Klar, ich verstelle meine Stimme teilweise auch. Don't tell me that you also prefer the dummy mommy voice that I have in German sometimes. Okay, okay, right, sorry, I'll switch back. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, über was ich jetzt genau reden soll. Ich habe nie verstanden, warum manche Menschen denken, dass sich Deutsch wirklich so cool anhört. Aber das ganze positive Feedback... naja, irgendwas müssen Leute darin gut finden. Teilweise habe ich das Problem, weil so viele englische Wörter in meinem deutschen Wortschatz mit eingebunden sind, dass ich kaum noch Deutsch spreche. Aber ich glaube, selbst das würde dich nicht stören. Du hörst einfach nur gerne meiner Stimme zu. Ist es nicht so? Du bist schon süß. Ja? Do you even understand what I'm saying right now? It's not like I'm saying anything important, but... Yeah? You do understand some of it? I'm so proud of you. Did you take some German classes or something? Okay. Well, you were doing a very good job learning, and I'm very proud of you. Alright, fine. I'll help you improve even more. Wir könnten jetzt natürlich über die wunderschönen deutschen Artikel reden, aber ich glaube, das ist Zeit für ein anderes Video. Dass ich jemals mit meinem Partner Deutsch reden werde, hätte ich auch nie gedacht. Es fühlt sich komisch an. Nicht wirklich ein schlechtes komisch, aber halt einfach nur anders, als ich es gewohnt bin. Du magst meine Stimme wirklich sehr gerne, ha? Ja, klar. Ich beschwere mich nicht darüber. Ich mag deine Stimme auch sehr gern. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass in schwierigen Zeiten bist du wahrscheinlich die einzige Person, die mir wirklich Komfort bringen kann. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr klischeehaft an, aber es stimmt. Es ist so. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch diese Person für dich sein kann. Ich weiß. Für so etwas braucht man sehr viel Vertrauen. Aber wir haben ja Zeit. Keiner stresst uns.
Ich wünschte, ich könnte die perfekte Freundin sein, aber das bin ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich aufgeben werde. Vielleicht bin ich nicht perfekt, aber ich möchte gut genug sein. Ich hoffe, ich kann dich glücklich machen und dir in schwierigen Situationen helfen. Ich liebe dich wirklich sehr, okay? Bitte vergiss das nicht. Ich werde immer hier für dich sein. Du kannst immer zu mir kommen. Egal wie unnötig es dir erscheint. Wie ich vorher gesagt habe, Kommunikation ist wichtig. Und das solltest du auch nicht vergessen. Kommunikation sollte auch nicht nur auf einer Seite sein, sondern muss ein Geben und Nehmen sein. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt in einer Beziehung. Wenn man das nicht versteht, ist man wahrscheinlich noch nicht bereit für eine. Aber es ist okay, weil ich weiß, du lernst auch dazu. Ich bin mir sicher, zusammen werden wir alles schaffen. Auf jeden Fall habe ich nicht vor, irgendwo in nächster Zukunft hinzugehen. Ich wünschte, Momente wie diese könnten immer da bleiben. Manchmal sind so welche Gespräche ja wirklich notwendig. Auch wenn du mich gerade nur begrenzt verstehst. Vielleicht sollte ich das Ganze später nochmal auf Englisch wiederholen. Du bist wirklich das Beste für mich auf dieser Welt. Ich kann mich nur bedanken und auf fröhliche Momente in der Zukunft warten. Vielleicht denkst du manchmal, dass ich die Einzige bin, die dir was gibt. Aber das stimmt so nicht. Ohne dich, da bin ich mir wirklich sicher, wäre wahrscheinlich so viel passiert. Ich hoffe, wir beide können glücklich sein. Denn wir verdienen es ja. Glaub's mir oder nicht, jeder Mensch verdient es, glücklich zu sein. Auch wenn man gerade am Boden zerstört ist. Jeder verdient es. Also hör auf, dich selber schlecht zu machen. Es ist nicht so. Ich verspreche es dir. Du verdienst genauso viel Liebe wie jeder auch. Und in diesem persönlichen Fall bekommst du sogar meine. Also, wenn du das möchtest, auf jeden Fall. Was hältst du davon, wenn wir jetzt zusammen was spielen gehen? Ja. Wir können Stardew Valley oder sowas zusammen spielen, wenn du möchtest. Ja, komm, lass rübergehen.